Hallo und willkommen zurück bei Elden Ring. Ich habe wieder ein neues Video. Ich bin in der Tafelrundfeste. Tafel der Gnade. Ihr seht doch Tafelrundfeste, oder? Nicht blöd. Ist egal. Und zwar gibt es hier unten am Schmied vorbei. Da. Eine Treppe. Gehen wir nach unten und gehen nach links und hier hinten. Benötigt man einen Steinschwertschlüssel. Den setzen wir jetzt mal ein und gucken, was darin ist. Upsi, das war schon kaputt. Hier ist eine Truhe. Was gibt es hier? Kripus Schwarzschlüssel Armbrust. Klingt eigentlich schon mal gut. Seuchenbolzen. Gucken wir uns mal das Objekt an. Können wir wieder rausnehmen hier. Hier. 14 Stärke, 16 Geschick benötigt man. Hat keine Skalierung drauf. Warum haben Armbrust hier keine Skalierung in dem Spiel? Weiß ich nicht. So, schwarze Armbrust mit langem Lauf. Ist dank ihrer hohen Reichweite bei Scharfschützen sehr beliebt. Dies ist die Waffe von Krepus, der den zwei Fingern aus den Schatten der Tafelrundfeste als Anführer der Bekenner diente. Talent Tritt. Stoßt den Gegner mit hohem Tritt zurück. Effektiv gegen abwehrende Gegner und kann sogar ihre Haltung brechen. Manchmal ist die einfachste Lösung auch die beste. Das stimmt. Draufhauen! Okay. Hier geht es tatsächlich noch weiter. Das testen wir gleich mal. Habe ich noch einen Schlüssel? Ich habe keinen. Ah, dann können wir direkt zu meinem Händler gehen. Den ich jedem empfehlen kann, ist dieser hier unten. Habe ich auch ein eigenes Video dazu gemacht. Vielleicht blende ich es oben rechts ein. Gehen wir direkt mal hin. Sitzt hier drin. Dieser hat nämlich drei dieser. Ja, der diese drei dieser Schlüssel kosten zwar 2000 das Stück, aber du kommst an den Schlüssel ran. Bricht ein Wichtsiegel an Statuen. Statuen. Also ehrlich gesagt möchte ich die anderen auch noch. Deswegen werde ich mir nochmal ein paar Runen gönnen. Auswahl Nummer 3, ich weiß gar nicht. Perfekt. So, jetzt gehen wir zurück in die Tafelrundfeste. Warum setze ich mich an einen Gnadenpunkt? Ich will schnell reisen an so einem Gnadenpunkt. Wow. Ist es wirklich Tafel der Gnade? Ah, der Ort heißt Tafelrundfeste. Okay. Ich vergesse mal, wo der Schmied ist. Hier hin. Hallo Schmied. So, irgendjemand hat den Tisch wieder repariert. Gute Leute, ja, gute. Gucken wir mal weiter. Hat er zwei benötigt? Öffnen. Gebetbuch des Assassinen. Okay. Was ist das? Es ist ein wichtiges Item, ein wichtiges Objekt. Hier. Gebt dies einen einem Studieren Kleriker, um neue Anrufungen zu erlernen. Okay. Ich habe keinen Kleriker gesehen. Interessant.
Okay. Zeit für dies. Komfort. Geht klar. Ja, wer später sehen, was ich davon erwarten kann. Geht nicht auf. Also braucht man die Steinschaltschlüssel hier? Oder waren es jetzt nur die zwei, drei? Geste versuchen. Mhm. Weiß ich immer nicht, ob das Verarsche ist. Also der wollen wir nicht. Vision hier von Feuer. Daher Zeit für dies. Heilung. Ich möchte jetzt nicht mit euch reden. Tür ist blockiert. Ich habe hier noch gar nicht so sehr rumgeschaut. Nur ganz grob. Ich habe auch mit den Leuten noch nicht geredet. Die sollte ich vielleicht mal tun. Das mache ich aber dann außerhalb eines Videos. Da steht auch jemand. Jetzt auch jemand. Okay. Gut umschauen. Hier ist dieser Balkon. Und wenn man hier runter springt. Hui! Taucht hier ein Gegner, ein rotes Phantom auf. Oh, das habe ich schon besiegt. Wie man sieht, das weiß ich, taucht ja nicht mehr auf. Und hier hinten, das habe ich jetzt natürlich schon aufgehoben mit dem Charakter. Spielt aber keine Rolle. Ganz hier hinten, wenn ihr den besiegt habt, liegt auch noch ein Item. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ah, doch. Und zwar dieses etwas. Diese coole Klinge. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir haben jetzt mal ein wenig die Tafelrundfeste erkundet. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte schauen, was da drin ist. Jetzt wisst ihr auch, wo man einen Steinschwertschlüssel herbekommt. Kann ich nur empfehlen, diesen Händler, der hat echt gute Sachen. Zum Beispiel diese fancy Laterne. Dazu braucht ihr nämlich keine Fackel mehr in die Hand nehmen. Habt Licht und könnt kämpfen. Aber in diesem Sinne an dieser Stelle beende ich das Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Abo da, lasst bitte ein bisschen Liebe da und wir hören uns später. Haut rein!